Grüß dich. Beim Schlickalmlauf 2022. Zum 33. Mal organisiert der SV Delfes. Den geilsten Berglauf der Welt. Wenn du selber mitgelaufen bist, brauchen wir eh nichts erzählen. Für alle anderen halt das ein Fest. Immer schon traditionell beim Schlick-Halmlauf, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht nur ein Event für die Spitzenklasse machen, für die Topläufer, sondern wir möchten etwas für Nachwuchs, für unsere Kinder machen, ein Rahmenprogramm, sind ja die Sportler von morgen. Ich denke, es ist ja ein bisschen etwas Besonderes für die Kinder, einmal im Wettkampf teilzunehmen. Das ist vielleicht ein bisschen Ehrgeiz, wenn man sieht, wie sie kämpfen. Und jedes Kind kriegt eine Finisher-Medaille und die ersten drei natürlich Pokale, was bei den Kindern besonders wichtig sind. Und wir sind die erste Verpflegungsstation für unsere Läufer. Es gibt Wasser und Isos da. Dass es dann wieder weitergeht. Genau. Ja. Wahrscheinlich. Oder unten. Nehmen wir lang, dann kommen die Ersten. Jetzt kommen sie. Okay, da, 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 da. Meine Funktion ist jetzt gleich mal ein aktiver Sportler. Früher war ich beim Organisationskomitee auch dabei. Eigentlich einfach laufen ist das Einfachste für die Welt, sage ich. Ein T-Shirt, eine Hose und ein Schuh und dahin geht's. Es war schön und es ist schön und das hoffentlich bleibt schön. Ja. Ja, ich bin taktisch gut gelaufen eigentlich. Bis 2 Kilometer vom Ziel immer mit Koske gemeinsam. Und dann habe ich attackiert und dann habe ich ein bisschen Vorsprung rausgekriegt bis ins Ziel. Und ja, bin voll happy, dass es mir aufgegangen ist und dass ich gewonnen habe. Ich kenne ihn, weil 2017 er war hinter mir. Aber dieses Jahr er war schneller. So ist wie Tombola. Was kommt, ich akzeptiere. Das Angebot noch auszuweiten, weil viele haben gesagt, ja, Schlick-Almlauf ist zwar eine tolle Sache, aber es ist zu weit hinauf. Ich biete mir den Delfer Wiesenrand an. Ein schöner Volkslauf mit 8 Kilometer für jedermann bewältigbar. Und heuer erstmals auch eine Staffel, dass man die halbe Strecke laufen kann, mit super Preisen anschließend. Ich habe probiert mein Bestes, aber er war stark. Ich hoffe, dass die Strecke so bleibt, wie sie ist, weil es eine schöne, anspruchsvolle Strecke. Und dass immer wieder eine gute nationale oder internationale Elite, dass die immer wieder am Start steht. Mhm. Weil der Schlick-Almlauf hat schon eine gute Vergangenheit mit Weltcuprennen, Europameisterschaften, Masters. Die Strecke taugt mir voll, da ist alles dabei. Am Start ist einmal flach, dann geht es wieder einmal steil bergauf, dann ist es mit der Zwischen wieder flach. Wahrscheinlich in Österreich heißt es für die schönsten Bergläufer. Ja, für mich hier ist wirklich sehr gut und sehr Stimmung, so schön Leute, sehr schön Berg. Vielleicht komme ich einmal hier, ich mache nur Urlaub hier.